Das Schöne hierbei ist eben, dass nicht nur die Leute, die hier in Duisburg arbeiten, sind, sondern eben auch aus vielen Teilen Deutschlands zusammenkommen. Und ja, ist ein ganz anderes Feeling. Ich habe zwar Teamwettkämpfe schon gemacht mit meinem Verein, aber da sind wir dann zu 6 oder zu 7. Jetzt sind wir über 130, neuer Teilnehmerrekord, und das macht Spaß. An der Aktion, die wir hier vorstellen wollen, ist, dass Gisbert Rühl, Ihr CEO von Klöckner & Co., jetzt mittlerweile seit 2014 ja für jeden Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen 100 Euro spendet, die dann an eine soziale Einrichtung gehen sollen. Das macht er als Privatmann. Dann sagen Sie mir mal als Bilanz, was da in diesem Jahr bei rumgekommen ist. Ja, in diesem Jahr ist da die Rekordsumme von 13.300 Euro rumgekommen, weil wir eine Rekordteilnehmerzahl von 133 Klöckner-Teilnehmern hatten. Wir sind eine Gruppe mit Flüchtlingen und laufen für arme Kinder in Duisburg für das Kinderhilfsprojekt Kipper Cash for Kids. Und da bauen wir zurzeit die Kinderküche auf. Kinder sollen backen und kochen lernen. Und da wird zurzeit eine Wohnung umgebaut für 140.000 Euro. Und da können wir das Geld super gebrauchen. Die Handwerker sind zurzeit dabei. Und am 1. Oktober werden dann die Kinder die ersten Kurse belegen, sodass die kochen und backen lernen bei uns. Ein ganz schönes Projekt.